Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Fundraisings. Hier ist Jan Ueckermann. Ich freue mich auf einen weiteren Gast hier bei der Fachtagung Fundraising für Hochschulen. Ihr Name ist Angela Poth. Sie sind seit 10 Jahren knapp 10 Jahren an der RWTH Aachen, eine technische Hochschule, und seit 10 Jahren auch im Fundraising dort aktiv. Richtig, genau, okay. Ja. Und seit wann gibt es denn eigentlich das Fundraising für Hochschulen, also so richtig professionell, schon in Deutschland? Haben Sie da eine Übersicht? Genau, also das Fundraising für Hochschulen ist in Deutschland eigentlich noch ein junges Feld. Vor 15 Jahren haben die Münchner Kollegen angefangen, Fundraising aufzubauen, machen das sehr erfolgreich. Die RWTH hat vor ungefähr 10 Jahren nachgezogen. Erstmal mit dem Großspenden-Fundraising und Schritt für Schritt bauen wir jetzt auch andere Fundraising-Aktivitäten auf. Und da sind wir schon mittendrin im Thema. Ich würde nämlich gerne mit Ihnen auch darüber reden, Sponsoring und Unternehmenskooperation. Sie haben dazu hier auch einen Vortrag gehalten. Wo sehen Sie da den aktuellen Stand bei den Hochschulen im Bereich Sponsoring und Unternehmenskooperation? Ich glaube, das ist im Hochschulbereich noch ein Feld, was wenig beackert ist, also wo einfach Hochschulen sich noch ein bisschen vorscheuen, was auch damit zu tun hat, dass beim Sponsoring eben anders als beim Einwerben von Spenden Gegenleistungen von Hochschulen erbracht werden müssen. Damit tun sich Hochschulen ein bisschen schwer. Erstens, weil sie oft Schwierigkeiten haben zu definieren, was können wir als Gegenleistung anbieten, obwohl es ein ganz breites Spektrum an möglichen Gegenleistungen in Hochschulen gibt. Auf der anderen Seite ist es so, dass Hochschulen oft auch Schwierigkeiten haben bei der Bepreisung der Leistungen, die sie erbringen. Hochschulen setzen die Preise oft viel zu niedrig an, für mein Verständnis, was auch damit zusammenhängt, dass viele Unternehmen auch denken, in Hochschulen kriegen sie alles sehr günstig, okay, und die Hochschulen auch runterhandeln. Und ich glaube, da müssen Hochschulen eben in Zukunft auch noch dran arbeiten. Und gibt es denn da so eine Faustformel oder so einen Tipp oder so, wie man jetzt dieses Bepricing, so haben Sie es genannt? Kann, ja. Ja, also das ist ja schon dann auch schwer, oder? Da zu sagen, okay, Logo hier, um jetzt mal ein ganz banales Beispiel zu nehmen, kostet so und so viel, oder? Genau, das ist in der Tat ein sehr schwieriges Thema. Was wichtig ist, wenn man eben eine Bepreisung vornimmt, ist, dass man ganz klar einen Rest übrig hat. Also man kann nicht einfach die Leistung, die man erbringt, eins zu eins berechnen. Als Beispiel einfach nehmen wir eine Veranstaltung im Career Center, die kostet 400 Euro. Dann muss ich, wenn ich diese Veranstaltung in ein Sponsoring-Paket packe, einfach noch eine Schippe obendrauf setzen, damit mir am Ende eben von diesem Geldbetrag, den ich einwerbe, wirklich was bleibt und ich nicht diese eingeworbene Summe eben eins zu eins in die Umsetzung der Leistung stecken kann. Ja, okay. Und mir fehlt jetzt gerade das Wort. Wir haben eben auch über Versprecher und so gesprochen, die völlig okay sind hier im Fundcast. aber ich möchte gerne nochmal jetzt Ihr Plädoyer hören. An Hochschulen, sollen die Unternehmenskooperationen machen Sponsoring oder nicht? Also ist das auf jeden Fall ja, klar, natürlich. Also ich glaube, dass es ein ganz gutes Instrument ist, auch wenn man als Hochschule kurzfristig Erfolge erreichen will im Fundraising. Okay. Wir haben gestern ja auch über die Studie aus Großbritannien einiges gehört. Und da wurde ja auch herausgearbeitet, dass das Fundraising oft erst nach einer Anschubzeit eigentlich Früchte trägt. Also dass es oft einige Jahre dauert, bis man Erfolge hat. Und ich glaube, das ist was, was Hochschulen sich einfach nicht leisten können. Wir müssen schnell erfolgreich sein. Und über solche Sponsoring-Aktivitäten kann uns eben auch gelingen, da eben schnell Gelder einzuwerben. Okay, jetzt hatten Sie vorhin schon mal angesprochen, und da würde ich noch mal einmal gerne nachhaken, was die Hochschulen anbieten können. Drei Sachen, die vielleicht auf der Hand liegen, die Hochschulen eh schon haben vielleicht oder anbieten könnten. Genau, also das, was man ganz gut und einfach anbieten kann, sind eben Leistungen, die es im Career Center gibt. Das können Vorträge sein, das können die Platzierung von Stellenanzeigen sein, weil die ganze Infrastruktur dafür eigentlich schon steht. Das kann Kontakt zu Studierenden sein. Sie können das Unternehmen einladen und Vorträge halten lassen vor Studierenden.
Das können aber auch Kommunikationsmaßnahmen sein, also wirklich Sichtbarkeit an der Hochschule, sei es über Plakate, das ist ganz banal, oder sei es auch Anzeigen in Hochschulmagazinen und so weiter. Und das sind alles Maßnahmen, die Sie in der Umsetzung letztlich nicht viel kosten, aber natürlich dann als gute Gegenleistung für einen großen Geldbetrag eingesetzt werden können. Die dann eben von den Hochschulen letztendlich verkauft werden können. Genau, auch, ne? Verkauft werden können, ja. Und da müssen die Hochschulen sich eben auch sicher sein, dass sie tatsächlich verkaufen wollen. Mhm. Und das ist was, wo nicht alle Hochschulen sich im Moment sicher sind, okay, dass sie das wirklich machen wollen. Also dieser wirkliche erste Schritt, ja, die Entscheidung, ja, ja, wir wollen oder nee, wir machen es nicht. Genau, genau. Okay. Aber es gibt eben ein großes Potenzial, glaube ich. Weil das eben auch das Fundraising ist, was Unternehmen gerne haben wollen. Okay. Die spenden nicht so gerne. Die wollen auch eine Gegenleistung, ja, ja, für das, was sie geben. Okay. Sehr schön. Vielen Dank. Das war's. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen alles Gute noch für die Arbeit bei der RWTH. Dankeschön. Danke sehr.